Ja, meine Freunde, da muss ich mich direkt nochmal melden. Ethan Kohler ist jetzt fix zu Werder Bremen gewechselt. Darüber werden wir hier in diesem Video sprechen. Transfer fix, was das für ein junger Mann ist und ein paar Hintergrundsachen noch dazu. Meine Meinung dazu findet ihr in diesem Video. Lasst doch gerne den Däumchen oben da, lasst gerne ein Abo da. Wir sind jetzt hier auf dem Weg zu den 20.200 schon. Vielen lieben Dank für euren Support. Und auch nochmal kurz die Info natürlich. Ähm, der Riesenvlog 20K special mit Ailton, Nelson Valdez, Ivan Klasnitz und vielen weiteren ähm, ist online. Und äh, ja, werde ich euch unten verlinken. Gibt es nämlich drei Preise für euch noch zu gewinnen. Checkt das auf jeden Fall ab. Und jetzt reden wir über Ivan Kohler. Ivan Kohler, 18 Jahre alt, 1,83 groß. Hauptposition, jetzt kommt Sechser. Neuer Sechser für Werder. Ihr habt richtig gehört. Ähm, wechselt von Auckland Roots zu Werder Bremen, ähm, hat einen Marktwert, äh, der jetzt erst entstanden ist, also er hat jetzt seinen ersten Marktwert erst bekommen, der liegt bei 25.000 und wir können ja mal kurz bei ihm hier so rüberschwanken, zack, da sehen wir das Ganze auch, äh, war jetzt zuletzt in, äh, bei, den, äh, bei den Auckland Roots in der zweiten äh, amerikanischen Liga unterwegs. Hatte einen Einsatz, nee, zwei Einsätze, nee, ein Einsatz bei den US Open und keinen Einsatz bei der Liga jetzt hier. Da blickt man aber auch nicht so ganz durch. Er war nämlich zwischendurch schon in Bremen ähm, und hat dort eben sich ja, vorstellen können. Hat einen sehr guten Eindruck gemacht und da hat man ihn auch verpflichtet. Äh, Wer da selber hat auch hier eine Meldung über ihn gemacht äh, und ihn da so ein Stück weit auch vorgestellt, weil natürlich jetzt nicht jeder direkt weiß, ähm, was mit ihm anzufangen. Und das könnt ihr euch gerne durchlesen. Werde ich euch ohne. Verlinken natürlich auch. Ähm, der gute Mann ist natürlich brutal jung. Das heißt aber auch vor allen Dingen, er ist geplant für die U23, soll jetzt äh, bei, dem, bei der Vorbereitung von der U23 mitmachen. Und ähm, dann, ich zitiere Clemens Ritz, unser Ziel ist es erst einmal, Even sowohl in der U19 als auch in der U23 einzusetzen. Äh, Gerade auch bei den geplanten Testspielen für die U23 soll er Spielzeit bekommen. Das heißt, ein Spieler für unsere U23, ähm, den wir dazu gewinnen konnten, der dann aber über die nächsten Schritte äh, sich zu den Profis ähm, natürlich bewegen soll. Ist jetzt für ihn ein großer Schritt, hat er auch selber gemacht, da zitiere ich auch gerne mal Ethan Kohler. Ist natürlich ein riesiger Schritt für mich, aus Amerika nach Europa zu wechseln. Aber wäre das ein großer Verein in Deutschland ich freue mich sehr auf die Herausforderung in Bremen. Also perspektivisch. Soll der junge Mann natürlich für die Profis ähm, am Start sein. Und er bringt auf jeden Fall gute Anlagen mit sich. Ähm, ist jetzt im Mai übrigens auch erst 18 Jahre alt geworden. Wir haben in der Vergangenheit schon mal über ihn berichtet, denn der gute Herr ähm, hat, äh, hatte eigentlich schon. Vor zwei, drei Monaten im Prinzip gab es schon die Info, dass das fix ist. Medial zumindest, aber eben noch nicht von Seiten von Werder. Und Bremen hat sich ihn eben ja auch angeguckt. Und dann kam eben diese Entscheidung jetzt. Äh, wurde auch gut über ihn geschrieben, ähm, dass er eben ein Riesentalent sein soll. Hat er auch bei seinen Stationen vorher äh, auf sich aufmerksam gemacht. In der MLS Next Pro, so heißt die. Ich habe die ganze Zeit diesen Namen gesucht. Ähm, da ist er übrigens vorzugsweise als Innenverteidiger aufgelaufen und einmal im defensiven Mittelfeld. Zuletzt ist er aber vorzugsweise eher im defensiven Mittelfeld aufgelaufen. Kann wohl beides mit seinen 1,83. Ist er natürlich kein großgewachsener Innenverteidiger, aber soll eben wie gesagt auch vorzugsweise im Mittelfeld eingesetzt werden. Auf der Sechserposition. Äh, man sagt ihm auch eine sehr, sehr gute Spieleröffnung nach, was da so hinter ist und wie er sich bei Werder entwickelt, das wird man natürlich dann sehen. Das wird sehr, sehr interessant sein. Ähm, ja, ich bin unfassbar gespannt, wie sich dieser Transfer entwickelt. Soll, wie gesagt, langzeitmäßig ja auch für die Profis gedacht sein. Aber in erster Linie, erstmal muss man sagen, ist das jetzt ein Spieler für unsere Jugendabteilung? Ähm, da muss man auch gucken, wie er sich in, also in der U23 halt auch macht. Äh, beim Männerfußball dann in der Oberliga. Das ist natürlich nochmal ein Riesensprung zu den Profis. Also ich gehe davon aus, dass er schon auch bei den Profis immer mal wieder mittrainieren wird. Aber wie gesagt, die Einsätze wird er erstmal über die U19 U23 bekommen. Ja, das mal so ein kurzes Zwischenupdate nochmal für euch zu even Kohler. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Jetzt mal ein bisschen kürzer unterwegs. Äh, gerne ein Däumchen oben da lassen, Abo da lassen. Und wie gesagt, es sind zwei andere Videos noch online gekommen. Heute Morgen zu Grillage und danach eben der Vlog von gestern. Also, jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Samstag. Noch ein schönes Wochenende. Ist ja wirklich sehr, sehr schönes Wetter. Und ich melde mich, sobald es wieder was Neues gibt. Und würde sagen, bin jetzt erstmal raus. Euer Nico und ciao.